Hey ihr Lieben, wir zeigen euch, wie wir dieses Schlafzimmer in 3 Schritten zu diesem super gemütlichen Schlafzimmer gemacht haben. Als erstes dunkle Farbe. Dunkle Wände machen einen Raum einfach so edel und geben ganz viel Tiefe und Gemütlichkeit. Wir haben nicht nur die Wand hinterm Bett mit der Kreidefarbe im Ton Nachthimmel von Schöner Wohnen Farbe angemalt, sondern auch die Bilderrahmen links und rechts an der Wand und die alten Nachttische. Ihr könnt nämlich nicht nur Wände mit der Kreidefarbe streichen, sondern auch eure Holzmöbel upcyclen. Dafür gebt ihr am Ende am besten noch eine Schicht Möbelschutz über die Oberflächen, um sie zu schützen. Als nächstes kamen coole Messingdetails. Die neuen Knaufe an den Nachttischen haben dabei den Ton angegeben, sodass wir auch Teile der Wandlampen und das Chromteil des Deckenventilators messingfarben angesprüht haben. Und für den Kuschelfaktor kamen dann noch ganz viele Kissen und eine weiche, kuschelige Decke zum Einsatz. Gefällt es euch jetzt auch so viel besser als vorher? Dann folgt uns doch hier für noch mehr Inspirationen und DIY-Projekte. Wir freuen uns auf euch.